Finde ich eigentlich ganz cool. Warum ich das ganz cool? Weil der Krupp sich da gerade so ein bisschen austobt und halt hier alles auf die Knöpfe umbaut. So Blinker und so ist mir egal, das brauche ich gar nicht. Was ich aber geil finde, ist zum Beispiel, du kannst hier draufdrücken zum Auseinandermachen. Dann kannst du hier dran ziehen an den Hebel. Zack, dann geht's hoch. So und so testet man sich dann da so ein bisschen ran, wie geht das mit den Ein- und Ausbauen und sonst irgendwas, ne? Und der erste Kommentar ist dann auf TikTok. An den Hebel geht das aber nicht hoch. Ich weiß immer nicht. Weißt du, ich hatte da untergeschrieben. Es wird kein Bot-Mod hier nach Bilderbuch und weißt du was? Bau dir den Knopf doch einfach um. Aber seid bloß nicht froh, dass irgendwas rauskommt, mit dem man spielen kann. Nein. 30 Sekunden nach Posten sofort. Scheiße! Das ist scheiße! Was ist bloß mit den Leuten los, Alter? Ey? Was ist mit den Leuten los? Ich meine, selbst wenn, kann man ja einen Hinweis geben. Du, pass mal auf, ich habe so einen Trecker auf dem Hof. Ist die Möglichkeit, das da und dahin zu machen. Aber, ach, was willst du reden, ne? Was willst du reden? Ich weiß es nicht. Da springe ich lieber ins Wasser. Auf jeden Fall soll der am Wochenende kommen. Ja, da tüdelt er gerade fleißig dann rum. Hallo. Hallo. Ja. Wenn er Bock hat, ein bisschen mit zu spielen mit sowas. Da wundern sich, dass vieles... Richtig. Und es bleibt richtig vieles privat, ne? Das sind ja auch viele Sachen, die ihr ja noch nicht mal seht, ne? Es gibt so viele tolle Sachen, aber man weiß von vornherein... Ich sitze im Wasser! Aber von vornherein weiß man... Nee, hat keinen Zweck. Lassen wir. Aber wie siehst du ja, es kommt ja immer wieder. Dann kommt doch was und dann... Aber man muss aber auch wirklich sagen, die meisten, das ist alles in Ordnung, ne? Es sind die Einzelnen, die wieder nur... Ah, Gott, ey. Warum können die nicht einfach den Mund halten? Das wird uns allen so gut gehen dann. Aber die müssen so... Das ist so, weißt du, wie manche auf der Arbeit, ne? Chef, Chef, ich weiß was. Der hat das Licht angelassen. Und weißt du, ich weiß noch was. Ich hab's ausgemacht. Oh, nee, ey. Brettchen moin. Also sowas... Also ich muss wirklich sagen, ich meine, ist ja nicht mein Mod und so, ne? Ich zeig's ja nur und spiel damit. Aber das hat mich... In der Tat hat mich das geärgert gerade. Das fand ich scheiße. Meistens interessiert mich das gar nicht, da guckst du drüber weg, aber heute hat mich das geärgert. So, als erstes Unkraut spritzen, dann düngen. Müssen wir nur aufpassen, ich weiß gar nicht, ob ich Pflegebereifung brauche, ich hoffe noch nicht. Aber wir werden das gewahr. Sandy Boy. Habe ich überhaupt Hallo gesagt, Uwe? Ich war gerade so in Rage. Ja, hasse. Aber ist egal, ich wollte dich auch erstmal ausreden lassen. Ich habe mich gerade in Rage geredet. Ja, was ist schon wieder passiert hier? Ach, ich habe hier so von den Deutsch-Updaten so ein Short wieder gemacht für TikTok und so. Dann ja, das habe ich gesehen. Ja, kam gleich der erste dumme Spruch dort runter. An den Knopf geht das aber gar nicht. Ah. Ja, falls Ihnen aufgefallen ist, die ganze rechte Konsole gibt's da überhaupt gar nicht. Oh, wie schlimm. Ja, den Eindruck, die sterben aus. Ja, es wird so sein. Aber wenn, weißt du, ich habe dann auch noch geschrieben, es gibt auch ganz viele andere Sachen nicht. Weißt du, ich bin ja auch nicht hier Darth Vader und kann von 50 Meter Entfernung die Tür auf und zu machen. Ohne dass deine Hand zu sehen ist. Wie kann das sein? Welch Unrealismus wagt es Giants, sich hier einzubauen? Warum geht deine Hand da nicht und öffnet diese Tür? Schmutz! Was hast du eigentlich gestern gegessen? Ist das eine Fangfrage? Was habe ich denn gestern gegessen? Auf jeden Fall war gestern nicht Zeit von Rührei? Heute habe ich mir auf jeden Fall Hähnchen gemacht. In der Auflaufform. Ja, komm moin. Ja, die musste weg, die liefen heute ab. Boah. Es lohnt sich wirklich nicht. Ich möchte nicht wissen, was du alles nochmal hast, ne? Das ist, weißt du, Werner, es ist so. Meistens ist es mir auch egal. Aber heute, weil ich das eigentlich ganz gut fand, muss ich sagen, mit diesen Drückereien und diesen Vertex-Eisheater, weißt du, was da alles mit möglich ist. Und dann kommt da gleich die erste Wurst und kackt da auf den Teller. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Ich habe jetzt mal eine entscheidende Frage. Ich habe das ja gesehen heute, das Ding bei TikTok. Ja. Und da habe ich gesehen, dass dieses Simple IC mit diesem Kreuz bei dem verbaut ist und bei dir der Punkt zu sehen ist. Wie geht das? Indem ich einfach den HUD-Hider, No Crosshair Mod habe ich rausgenommen. Ja. Und jetzt hat das im Prinzip, ist für mich jetzt gar kein Nachteil, ich habe jetzt hier im Spiel den mittleren Punkt. Aber sobald du einsteigst, ist der halt weg. Mhm. Und dann kommt der halt wieder, wenn du das anmachst. Egal ob Simple IC oder das andere. Aha. Danke. Also im Prinzip, wenn du jetzt den Mod auch noch runterlädst, dann hast du es eh so. Ist der online? Der ist online.
Ja, da komme ich mit auf die Karte, wenn es dir recht. Ja, dann muss ich, warte, dann muss ich nochmal vielleicht zwei hochladen. Ach so, okay. Ja, die lade ich einzeln hoch. Ja, dann würde ich auch mitmachen, wenn es schon passt gerade. Schon bei hier ist. Was das? Da muss ich mit dem Monitor, muss ich mich da dran gewöhnen. Ich lade mal eben die letzten drei hoch, da weiß ich nicht, ob die da mit drin sind. Mhm. So. Ah, schon, passiert hier. Jojo, das ist schon fertig. Oh, scheiße. Logitech, wieder schwächt mich. Profil wechseln. Und alles nur wieder wegen mir. Zack, so. Nee, ach, das ist ja, geht ja, Gott sei Dank. Das geht ja fix. Lucky Moin, hi. Hallo. Das Problem ist halt auch leider, ein dummer Kommentar und 20 coole Kommentare. Auf was reagierst du? Ja, richtig, das ist es ja. Das ist ja das, was ich eben sagte. Die meisten sind ja gar nicht so. Die sind ja in Ordnung. Das sind immer so die, weißt du, die 10 Lauten, sag ich mal, ne? Die das aber ja auch bewusst machen wahrscheinlich, ne? Die sehen das, finden das scheiße oder finden scheiße, wer den Mod gemacht hat oder wer ihn spielt. Und dann geht es allein darum, ne, der Mod wird wahrscheinlich selber gespielt, aber die Person, die da irgendwie mit zu tun hat, die ist scheiße. Und da muss man sich dann drüber auskotzen. Aber das ist so... Nee. Nein, ich höre jetzt auf. Sonst habe ich gleich wieder die Aufregung himself. Wo steht jetzt eigentlich meine Spritze? Stand die da hinten mit drin? Ich weiß das gar nicht. Habe ich überhaupt eine? Ich glaube, ich habe noch mal keine. Ich habe keine Ahnung. Düngerstreuer. Cookie links, Cookie rechts. Ich habe, glaube ich, noch... Ich habe doch aber schon Unkraut mal gemacht. Wo habe ich ihn hier hingestellt, Leute? Jetzt muss ich mal eben gucken. Oder haben sie die rausgepatcht? Hä? Die patchen ja öfter mal Sachen raus, wenn ich die nicht finde, sind sie weg. Die habe ich nicht. Ach nee, ich muss ja auch See and Spree haben. Sonst geht das ja nicht. Suchen und zerstören. Da! Da ist sie! Okay. Toll. Wo habe ich die jetzt hingestellt? Chronic, moin! Moin. In deiner... Lassen wir das Thema. Was? Der muss hier hinten irgendwo stehen. Ich habe keine Ahnung gerade mehr. Oh, jetzt halt die Jagd verpasst. Verdammt, hier nur eins. Habe ich die denn... Vielleicht... Da! Ich wusste es, dass sie da steht. Habe ich mir gedacht. Ja. Und Juhi, hast du das Problem gelöst? Hast du einfach zu viel eingereicht oder was? Der kann mappen. Da. Ich glaube, auf diese Map warten auch echt viele, ne? Das wird nicht... Ich ist wie jetzt das erste, also bei dir im Spiel habe ich es ein paar Mal gesehen, aber ich bin jetzt wirklich das erste Mal live drauf. Verlegung passt. Herbizid ist drin. Schön. Macht sich auch gut mit dir, ne? Ich habe es heute leider wieder vom Test zurückgekommen, aber liegt nun wieder bei Giants auf dem Tisch. Habe jetzt exklusiv Zugang. Okay. Sieht aber schick aus hier mit den Gebäuden, der Hof. Ja, das ist toll. Klappe, ne? Was für eine kleine Klappe? Da reinkommt das. Oder? Nein, in das oben. Ganz große. Das große oben. Den Deckel oben wegmachen, diesen ja, Plastikdeckel. Und nicht in die Klappe, da kommt Kaffeepulver rein. Okay. Dann hat Bruder auch schon mal Bohnen reingeschmissen. Da, ja, genau. Was für eine Bohnen? Ja. Hilfe! Was? Du musst dein Mikro ausmachen. Habe ich das angehabt? Ja. Aber jetzt wissen alle, wo die Bohnen sind. Push-to-Talk hat gehakt. Tut mir leid. Was er so hat, der Galgenberg, das ist auch eingereicht, oder? Oh, Anschiss von der Regierung. Nee. Ah, sehen wir. Uben hat auch so wirklich gar nichts zu melden. Was? Meine Frau ist. Das war meine Tochter. Das ändert nichts an der Sache, dass du nichts zu melden hast. Doch, hab ich. Ich bin der Boss. Wenn ich alleine bin. Ja. Ja, du kannst ja eigentlich einen nehmen, Pflegebereich vom drauf machen eventuell und ein Feld muss noch gedüngt werden. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches. Oh ja. Das ist von der kleinen Regierung. Ich,
Ich nehme an, Düngestreuer und so ist aber alles vorhanden, ne? Das ist, da ist ein großer in der Halle drin. Das Feld 21 und 16. Ich weiß jetzt gerade aber nicht, wie das im Bewachs ist. 21, 16. Ich guck. Die haben auf jeden Fall Stickstoffprobleme. Ja, und ich muss 14. Oh, Moment. Ich muss hier mal aufpassen, wo ich hinfahre. Ah ja, da lang. Hier sind irgendwo stehen hier Schuppen rum. Die kann man aber nicht durchfahren. Da sind Wände eingebaut. Ja, habe ich gemerkt. Die Karte brauche ich ja gar nicht. Das hier. Search and Destroy, oder wie heißt das hier mit der Kamera? Habt ihr eine Durchfahrhalle? Toll! Ja, das ist super! Das, dann nehme ich den gleich als auf ja, Zufahrt zum Feld. Das ist aber auch wie gemacht hier, ne? Da guckst du dir den schönen Trecker an, so, ne? Stell dir vor, ich hätte mich nicht davor. Das wäre auch geil, hätte ich die Kamera nicht gedreht, ne? Wäre ich da so reingezwiebelt, Vollgas. Nach 50 Jahren Ehe weiß ich das, ja. Die tun immer so, als wärst du es, ne? Jetzt muss ich mal aufpassen, muss ich hier schon Pflegebereifung haben, dann habe ich jetzt ein Problem. Ganz vorsichtig rauf. Scheiße, ne? Muss ich bestimmt, oder? Nee, Schwein gehabt. Hä? Bin ich... Hallo? Bin ich überhaupt richtig? Hä? Ist das das richtige Feld? Nee, das ist das falsche Feld. Wo wollte ich denn hin? Ich mal gucken. Hier ist auch alles gut. Hä? Wo ist denn den Unkraut? Habe ich das falsch oder das da unten? Habe ich das falsch in der Rübe? Hier wächst ja alles wie tut. Da muss die 17 gewesen sein. Auch nicht. Oh, bei dem Fiat kann man gar nicht die Reifen wechseln. Scheiße. Hm? Das Unkraut ist weg. Hat der eine Pfanne schon wieder? War das gar nicht mein Feld, wo ich das Unkraut gesehen habe? Ich habe irgendwo eine Erinnerung. Hier ist Gras, das ist ja alles gut. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Es hat sich wohl. hat sich wohl verwachsen. Was bleibt uns denn noch? Ich habe. Habe ich das wirklich das falsche Feld? Huch, nee, da wollte ich nicht. Tatsächlich. Ich muss irgendwo wieder durcheinander gewesen sein. Das schneiden wir raus. Kirito Boyn. das werden wir Hallo. Wohl entfernen müssen. Sonst denken die wieder alle, ich bin nur doof. Wo habe ich das denn gesehen? Na, ich würde nicht nur sagen. Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Da, Das so, irgendwo ist hier Unkraut, ich schwör's euch. Was doch, Jung, moin. Hm. Sonic, moin. Irgendwo ist. Hallo, moin. Jetzt muss ich doch mal Wasser. Wenn ich hier mit Pflegereifen ausstatten kann. Den, Deutz zum Beispiel. Hm. Der neue Deutz. Der am Händler steht? Nö, der neue Deutz. Ach, der, wo die Sattmaschine dran ist. Richtig, der jetzt aus Simple IC hier und so. Okay. Nee, habe ich mir irgendwie, weil, keine Ahnung. Ja, super. Das ging schneller, als ich dachte mit den Spritzen. Das ist ja super. Dann brauchen wir das ja gar nicht. Also toll. Ich bin aber auch manchmal richtig schnell. Ja. Jetzt geht das wieder los. Krass. Ich weiß ehrlich jetzt gerade gar nicht. Bin ich ein bisschen verwirrt. Weiß nicht, über welches Feld ich gelaufen bin. Nico, moin. Silke, moin, hi. Moin. Hast du gut gemacht, perfekt, danke schön. Das ist Monokultur als nur Gras. Ach so, hä? Oh, ich hatte vorher noch gespeichert. Ist das alles nur Gras? Dann können wir wohl einmal groß die. Tatsächlich, deswegen ist das weg. Ich hatte gestern schon mal oder vorgestern gespeichert, da war das Safe Game geschrottet.
Dann habe ich das aus dem Backup zurückgeholt. Oh. Müssen wir es eben aus dem Backup zurückholen? Das ist doch scheiße. Betrunken? Ich glaube, ja, ich... Das weiß ich auch langsam nicht mehr weiter. Also gestern war das, habe ich auch was geguckt. Speicher, geh raus, geh wieder rein, Safe Game weg. Das habe ich aus dem Backup dann wieder rausgeholt. Aber das ist denn, jetzt bin ich auch gerade wirklich völlig, weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt gerade, ob wir das lieber aus dem Backup nehmen oder jetzt einfach weitermachen. Das ist die Frage. Wenn ich das nachher alles wieder umtüdeln. Teiche. Ich weiß auch gerade ehrlich wieder nicht. Ey, Krupp, moin. Hallo, moin. Ich überlege gerade noch. Ne, dann ändern wir, dann lassen wir es so laufen. Lassen wir es so laufen und dann... Wir haben ja letztes Mal erst angepflanzt gerade. Und zwei waren... Erste, zweite Wachstumsstufe. Okay, nee, dann... Wir lassen das jetzt so. Dann machen wir... machen wir was anderes. Machen wir... Ich, in der Tat, ich überlege gerade. Wir machen einfach... Weißt du, was wir machen? Wir machen das Silo einfach vor jetzt. Wir mähen den Scheiß. Ja. Und dann, holen wir uns den kleinen Häcksler und häckseln das. Ja. Okay, dann stelle ich Düngestreu jetzt erst wieder weg. Dann machen wir das jetzt erst. Ja, das brauchst du nicht, genau. Jetzt war ja, jetzt. Alles gut. Hey, privat, moin. Der macht hier Reset im 11. Monat. Dankeschön. Ja. Jubel, Trubel auch. Dankeschön. So, komm. Ich spule nochmal zurück. Ich weiß gerade, ob ich irgendwas Besonderes gemacht hatte. Aber eigentlich habe ich nur das Kurzvideo gemacht für den Deutz. So. Dann haben wir das eine Silo da vorne einfach noch voll. Wenn wir mal gucken. Das eine ist, glaube ich, noch ein bisschen was drin. Genau, das ist nicht mehr so viel. Und das hier ist ja noch komplett leer. Ja, das kleine. Ist das ein Silo oder eine Miste? Was, das kleine? Das ist Silo, oder was? Das ist alles Silo hier, ja. Okay, ja. Ich kenne mich hier nicht aus. Dann schütten wir das da rein. Was soll denn das für eine riesen Mistplatte sein? Was glaubst du denn, wie viel die kacken? Das weiß man ja nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich schnapp dir hier die Mähwerke. Die kommen dann gleich mit Schwarz. Ja, machen wir das, was standardgemäß. Weil es 6 und rechts daneben. Ohne Nummer. 6 und rechts daneben. Damit fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Mal gucken, wie viel dabei rumkommt. Und ich leihe schon mal den. Das können wir nämlich gleich damit testen, ob das damit gut ist, aber ich glaube schon. Das wollte ich nämlich hier testen. Genau, das machen wir. Da ist jetzt super Idee. Pass auf. Ich denke, den nehmen wir dafür auch. Nehmen wir den. Gewicht. Nö, für den Kleinen wohl nicht. Ziliermitteltank nehmen wir. Haben wir ja genug auf. Ja, geil. So. Und dann nehmen wir ihn hier. Ist die Frage, was nehmen wir denn mal für einen Anhänger? Wollen wir hier, können wir auch den alten auf dem Hof holen, oder? Oder ist er zu klein? Welchen meinst du denn? Den, hier den Have. Da geht rein, 33.000 Liter, das reicht auch, oder? Ja, ich glaube, dass den Sammelwagen, den wir jetzt haben, der passt auch nicht viel mehr rein. Dann nehmen wir den, hier auf dem Hof steht. Den werde ich auch kaufen, der kostet schon nix.
Der kostet ja nichts. Das ist ja Kleinkram. So. Der setzt noch rein, weil der ist nämlich... So. Hier, da nochmal der Deutz. Wie gesagt, das wird toll. Ich zeige das jetzt nicht nochmal. Der ärgert, da hat mich einer geärgert, Krupp. Da war so ein blöder kleiner... Link zu seiner Festplatte haben. Ich kann nicht. Wir tauschen. Ich nehme deinen Link. Na, TikTok, da ist egal. Da kommt gleich der Erste an. Weißt du, anstatt sich zu freuen über die ganzen Funktionen und sowas, kommt der Erste gleich, an den Hebel geht das gar nicht runter. Aber ich will jetzt nicht wieder damit anfangen, sonst drehe ich mich gleich wieder auf. Nein, jetzt hör da auf. Das Sabantos, moin, hi. Hallo. So, dann mal los. Der Sound hier ist wirklich bei dem Ding mega. Was ist denn da? Warum fährt denn der schon wieder kein Rückwärts? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das denn schon wieder für Müll? Das hat bestimmt wieder mit VCA zu tun, ne? Da war doch irgendwas mit Rückwärtsfahren, ne? Ich weiß, keine Ahnung. Hier habe ich VCA nämlich damit drin. Dann nehme ich das wieder raus. Das ist mir zu doof. So. Auch mal gucken. Weil. Ja, die musste reden lassen. Aber ich habe heute wieder so einen Tag gehabt, wollte ich manchmal zu äußern. So, ein gucken. Auseinanderklappen. Geil, oder? Das ist wirklich gut. Nehme ich. So, die können wir eigentlich eben noch hier stehen lassen, weil du musst ja eben mit Anhänger noch reden. Dann schwade ich das nämlich mal eben erst. Ja, schaffst du den am Wochenende aus den rauskommen oder wann? Also mit dem Danke, der ist ein Mod-Hub. Ich habe da nur den anderen Sound reingesetzt. Oder war ich das hier überhaupt? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Noch grob gewesen sein. So. Den nicht. Nehmen wir ihn. Holen wir uns das Gewicht nach ihm wieder und dann. Also die, ne, ich sag ja mal, gute Map und die dazugehörigen Mods, das macht's immer aus, dann hast du immer wieder Bock. Den war echt gut. Die ist echt schick. Für PS4? Also ich meine, Jogi sagt ja, für Konsole soll die auch kommen. Hier treffende Generation, du. Hey, Wolle, moin. Hallo, moin. Wow, Heiland! Woll ist da, ich werde nervös. Mensch. Mach Platz für Wolle, hier ist Platz für Wolle. Hab ich, ja. Hab ich überhaupt Schafe? Jetzt reicht's mir hier. Bam! Oh. Ja, war klar, das 30er-Schild kannst du nicht umfahren, weißt du?
Lassen wir mal so einen kleinen Vorsprung und holen den Hexer schon mal her in der Zeit, wa? Zeigen wir das mal. Das ist auch ist wirklich gut hier, ne? Also so, das, was damit möglich ist, ist schon cool. Manche Sachen, ist das auch wieder, jeder braucht andere Sachen. Aber so, ich würde das Starten hier nutzen. Türen, Fenster, Dachluke, das würde ich alles nutzen. Und hier halt mit den, zack, mit den hoch, das würde ich nutzen. Und mit den Auf- und Zuklappen und sowas auch. Das sind so Knöpfe, das würde ich, ja. Das ist super. Ja, wie gesagt, tobt der Krupp sich gerade aus. Und darf man, nee, aber ich kann es ja mal testen. Das geht bestimmt. Hallo, Hotzen. Das geht bestimmt auf dem Dach. Würde mich wundern, wenn nicht. Hallo, Hotzen. Weil bei mir ist manchmal auch so, Mod interessant oder nicht interessant. Das entscheidet bei mir manchmal der Sound, ne? So, den hier hatte ich so im Mod-Hub gesehen, ja. Hatte ich so gar nicht auf dem Zettel, aber mit den Sound ist das wieder ein richtig gutes Ding. Du musst heute unbedingt noch die Eier kochen, ey. Die laufen morgen ab. Hä? Die laufen morgen ab. Die will ich heute Abend noch kochen. Doch, die nix. Nee, die koche ich. Ja, aber die kann man ja braten und so immer. Ja. Ich muss am Stream, gehe ich eben mit dem Hund raus nochmal und dann koche ich die Eier eben und so. Hart? Klar. Ich will das Gelbe nicht. Ja, wenn sie hart gekocht sind, esse ich das Gelbe auch nicht. Das ist wirklich bar. Du schmeißt den Nachbarn drüber. Kannst du wegschnippen, wie so ein kleiner Popel rollen und fupp. Ja, genau, richtig so. Psst. Aha, der nette Moderator bekommt ein Hallo. Ja? Du hast auch ein Hallo bekommen. Oder über wen reden wir? Wer hat dir denn nicht Hallo gesagt? Du hast dir nicht Hallo gesagt? Hm. Was? Klar, hat er nicht gehört. Der hat wohl noch Bambus im Ohr. Ja, Mais platt drücken. Auf was wartet der Panda an der Bushaltestelle? Auf den Bambus? Wow, wow, wow. Martin spielt World of Warcraft. Tja, ich wusste es immer. Ich weiß auch, was er spielt. Da gibt's doch diese Pandas. Diese Mönch-Panda, das spielt er bestimmt. Echt? Statt anzugreifen, fluschelt der mit allen. Ach, jetzt habe ich gerade Gänsehaut, ja. Gruppen fluffeln. Martin, wenn der mal auf der Farm kommt, dann irgendwann ist mit mir, weißt du, dann klebe ich einen heimlichen Schild hinten auf dem Rücken, so Free Hug oder so. Und dann springen ihn alle an und umarmen ihn. Richtig gut. Steht vorne nämlich drauf Bambusbär und hinten Free Hug. Das wäre super. Hier neben und guck mal, wie fame er ist, alle umarmen ihn. Richtig gut. Ich bin gespannt, wie viel wir da reinkriegen. Oh, ich muss mit den Hexen dann noch zum Hof fahren. Kein Siliermittel drin. Ah. Rihak, ja. Dann rennen sie hinter dir her und stecken dir Salzstangen rein. Martin wohnt jetzt hier. Noch Laste, Martin. Ich weiß nicht, ob das nicht brennt, wenn eine Salzstange, weiß ja. Hm.
Nee, habe ich nicht. Von wem? Ich habe gesehen, das ist der Typ, der die Karte gemacht hat zu Anfang, wo die Martin so lange gespielt hat. Oxygen. David. Aber Yugi, was soll ich denn machen? Kann nicht. Ich habe keine Zeit. Ich muss deine Maps spielen. Was soll ich denn machen? Ich bin mit Hof Bergmann und deinen Maps bin ich voll. Ja, das ist, man kann ja auch nicht alle spielen, nein, ne? Ich glaube, morgen ist auch mal wieder Hof Bergmann Zeit, einmal zur Abwechslung. Weil ich schon wieder nicht weiß, was ich da alles gemacht hatte. Da muss man ab und zu mal auf dem Laufenden bleiben, ja. Ich glaube, mein Bier steht. Du siehst ja, ich bin schwer beschäftigt. Ja, ja, ich auch. Ich bin froh, wenn ich nächste Woche mal irgendwie ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, ist bestimmt eine gute Karte, kann ich mir vorstellen. Die erste war ja auch gut, da haben wir ja auch gespielt zu Anfang. Da waren mir, glaube ich, die Felder ein bisschen zu groß irgendwie. Aber ich bleib lieber hier. Marcel's Farms, moin. Hallo, moin. Was für eine Karte hat der herausgebracht? Was hatte Martin damals immer gespielt? Die habe ich schon wieder vergessen. Okay, alles klar. Das ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, ich mir diese Maps hier alle merken kann. Ach, die Kalms. Alles klar. Verstanden. Ach so, habe ich gerade verstanden, dass du animierte Geräte einbauen willst hier. Toll. Galgenberg oder was? Dieser MB-Track ist privat, ja. Aber da gibt es, glaube ich, schon eine allerhand gute draußen, ne? Boah, ich glaube, ja. Was waren die? Hallo. Hallo, moin. Ihr habt auch Urlaub, ne? Dieter Bantus. Habt ihr nicht auch Urlaub? Ich glaub, weiß nicht. Er zieht das Ding aber. Kein Problem, ey. Jep. Oh, dann schönen Urlaub euch erstmal. Ja, schönen Urlaub. Wenn ich welche hätte, sofort. Bringen sie mir und ihr bekommt sie. Raba hatte ich. Oh, was denn? Hatte ich einen Raba, einen 17er, ne? Naja, aber ist gut. Aber so, das. Ach. Ja, weiß ich auch nicht. Man muss sich ja trotzdem auf die Map wohlfühlen, ne? Können ja tausend Sachen drauf sein und so, bringt ja nichts, wenn das dann trotzdem nicht nutzt, weil die Felder zu groß sind oder so, ne? Ich habe keine Zeit, ich bleib erstmal hier bei den Maps. Und, ja. Es muss ja auch verschiedene Sachen gezeigt werden. Es ist ja gut. Gut, dass Geschmäcker verschieden sind, sonst werdet ihr alle so wie ich. Beste Spruch des Jahres, ey. Oh ja, hier. Okay. Was? Ich bin jetzt zu weit zwischen die Bäume gefahren. Oh. Ich hab nicht hingeguckt, auf den Chat geachtet. Hopp. Jasmin, hallo. Hallo. Was ist denn mit der Map? Weiß man da, wie groß die Felder sind und so? Weiß man da schon was? Ich bin ja grundsätzlich immer neugierig, ne? Weil ich keine Zeit habe. Die Gummibärchen. Gummibärchen sind toll. Bei welcher? Bei der von hier. Sauerstoffmagger. Der hat mich von dem Bergmann weggeholt. Welcher? Der? Der Oxygen? Ja, wobei, kommt ja auch immer noch an, wie viel man spielt, ne? Guck mal, bei mir werden die Maps ja so schnell langweilig, weil ich habe ja immer nicht so mega viele Spielstunden, ne? Deswegen, mich immer relativ lange auf den Maps, ne? Der Panda? Wie das denn gemacht? Hat er gekocht? Oder war er beim Pizza-Omat?
vorgestellt. Achso, ja. Ja, die sieht hübsch aus, ne? Aber da auch, das ist mir da alles ein bisschen so zu eng und so. Obwohl er es so mag, ist so ähnlich, vergleiche so ein bisschen wie mit Italien, ne? Sieht alles richtig toll aus, aber rein spielerisch ist das einfach nicht so meins. Das wird 10 Minuten dauern, dann klemmt der Golf da irgendwo zwischen fest. Und die Auswahl ist ja mittlerweile wirklich krass. Das ist alles bei klein, mittel, groß, okay. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gucke ich mir die irgendwann mal an. Im Moment fühle ich mich hier, muss ich sagen, hier und mache morgen eventuell die Bergmann mal wieder. Also da fühle ich mich im Moment wohl. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist oben denn jetzt? Wo seid denn ihr alle? Hier nebenan. Hallo? 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 Ach da. Ach, das ist die falsche. Ach so, ja, aber der Katze die ja auch gleich. Denn ja. Ich habe eben auch gedacht, das ist eigentlich die falsche, glaube ich. Ja. Mal Straßen, nur ein Rücken. Ja, ich hab mir angeguckt, hab mir auch. Chumi, moin. Moin. Aber muss ich auch so in der Gegend, sag ich mal, wofür, ne? Muss man halt einfach so Bock drauf haben. Das ist wie in Italien, ist halt sonst wunderschön, ne? Aber ist halt einfach nicht. Nee, ist halt einfach nicht meins. Das sind die geradeaus wahrscheinlich, ne? Für die auf der anderen Seite halt. Rechts davon. Fahren wir noch einmal rum um den Pudding da oben rum. Da ist dem Gerät schon fast ein bisschen groß für. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ach, da. So, Roller oder Brett oder los? Die hier trotzdem? Ja, ne? Ja, die ist zu klein hier sonst. Ja. Oh, und kann man auch schon gleich sagen, Butters hat die Freigabe für das Schlauch-Schüttgut-Silo-Lagersystem. Das kann er auch raushauen. Okay. Das ist auch cool.
Hat mal was anderes, ne? Mhm. Ha, GZ! Wer? Kleinen Typ. Zu spät, Rainer. Na, mir auch. Mir GZ. Ich hab gewonnen. Und noch 1-2. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und noch 1-2. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hab mich da quasi alleine durchgeboxt. Ihr wart nur schmückendes Beiwerk. Kanonenfutter. Jetzt fällt mir gerade ein, was ich gestern gegessen habe. Das waren diese tollen Koteletts. Die ich mir noch mal eben reingekieft habe. Koteletts? Jo. Bei dem Wetter. Was heißt bei dem Wetter? Wenn du im Klimaanlage hast, ist das Wetter doch egal. Das ist immer gleich. Das stimmt. Aber hab ich ja nicht. Warum denn nicht? Ich weiß ja auch nicht. Das ist ja auch nur so warm, weil dein Riesenmonitor dich anstrahlt. Das ist echt warm hier. Ich guck, was Beste draus mache ich hier. Letzte Anschaffung 23, ja, wirklich, ey. Wobei, ich hab's, wie oft habe ich es jetzt benutzt? Glaube ich, 3-mal dieses Jahr. Das ist nicht viel. Das ist das, was ich sagte, ne? Wenn du die so nicht durchgängig laufen lässt, merkst du es halt auch beim Strom einfach nicht mehr, ne? Deswegen, ja, ich habe jahrelang überlegt, ich hätte die schon viel eher holen sollen. Aber sind denn diese Tage gerade, ich sage, wenn du schlafen willst, vernünftig, oder auch mal wegen beim Stream, wenn es einfach zu warm ist, eben 20, 30 Minuten an. Schon hast du Ruhe. So, zusammenlegen das Ganze. Wo ist denn jetzt? Bin ich völlig durcheinander. Mal oben das falsche Feld gemäht hat, weiß ich nicht, wo ich bin. Da. Ja, es tut mir leid. Wie soll es denn heute 700 Stunden? Krass! Was? 700 Stunden hat das nämlich auch schon. Wahnsinn. Sehr ja. Viel. Dankeschön. Dass du das auch so aushalten tust. Ich habe ja manchmal hier so Tage, da ist ja Malheur, ne? Ich horche ja eins dem nächsten. Oder mir wird einfach was auf die Straße gebaut. Wohl zwei Stunden. Jo, ich hatte jetzt zwei nacheinander laufen und habe jetzt heute Morgen erst Wasser rausgelassen. So, und das ist, was da rauslief, ist schon echt viel. Vor allem, das kann auch nicht so viel drin sein, ne? Das kam dann, wo ich die dahin gerollt habe, schon hinten durch diese Schlitze raus. Also war echt Zeit. Also im Prinzip kannst du sagen, wenn du die einmal genutzt hast, Wasser raus, ne? Mit der Klimaanlage? Ja. Da kannst du Blumen mitgießen, wa? Jo. Aber was kam da raus? Also jetzt sag ich mal so 3 Glas voll. Ja. Oder selber Zitronentee von machen. Bei 1200 Stunden bekomme ich einen Psychologen oder was? Ja, der heißt Martin. Der jetzt wird hier wieder funktioniert. Du hast einen Spaten in der Hand und kannst hier ordentlich die Rübe freibuddeln. Oh, gestern kam ein schönes Paket an hier. Von dem Dennis. Schön mit lecker Honig drin. Oh, schön. Mhm. Dann Mahlzeit.
Jo, der ist richtig gut, der Honig. Ja. Kommst du keine P1-Fehlermeldung? Mal schaltet der Kompressor. Nee, so lasse ich, so, ich lasse das gar nicht dazu kommen. Ich habe die bis jetzt dann immer einfach ausgeleert. Weil, wie gesagt, wenn das zu viel drin ist und du rollst das nicht gegen, dann lief das da schon raus. Deswegen habe ich gedacht, ach komm. Weiß ich mal A. Oh. Pflanze die ein? Bambus oder was? Ein Affe wächst schon nicht, aber Bambus wächst. Also buddel den Panda ein. Ist natürlich nett gemeint, nur Front. Toll, die Gerät. Der Panda ist weggelaufen. Keine Angst. Den haben wir spätestens an der nächsten Bushalte. Ihn voll am Flüchten, weißt du? Und dann, oh, das ist aber eine schöne Bushaltestelle. Oh. Klick. Die muss ich mir mal angucken. Ja. Kannst nichts machen, ne? Geht sofort sein Herz auf. Rollenden Panda. Aber so ein rollenden Panda. Nachher, wenn du den abgenommen hast und so eine richtige Kante bist, dann rollt er ja nicht mehr. Das ist ja wie so ein Klotz. Gleich wieder da. Mhm. Nicht wegrollen. Lauf doch einfach bergab. Du bist das Wasser. Muddy in the Roller. Und sich erschrocken hat, weil da einfach, das war für Tiere und Tiere, aber auch. Da siehst du schon allerhand, wa? Dennis, moin! Viel Spaß, Hotz! Lass dich schön verbiegen. Ich würde auch gerne mal an seinen Arm rumbiegen. So, tut das weh? Rata, moin, hi. Jetzt ausgestiegen, hätte ich weitermähen können.
Kommen Sie da raus. Kommen Sie da raus. Haha. Keine Zeit hier rumzubummeln. Wir müssen reisen hier. Das ist noch ein Donnerstag, ne? Morgen ist schon Freitag. Oh Gott, morgen ist mein letzter Urlaubstag. Ey, schnipp, 3 Wochen sind weg, ne? Krass. Thomas, moin, ja. Hatte bis heute immer Glück mit dem Hund. Weil ich draußen war, war immer trocken. Aber Gewitter war hier 2-mal schon. Alter Kadett, 1 hier ohne Rost? Krass. Bin aber gut im Schuss gehalten, wa? Sieben Wochen noch, krass. Ja, im August bin ich auch wieder 2 Tage krank geschrieben. Baby. Da bin ich wieder. Hallo. Ich muss das Telefon, da muss ich dran greifen. Kein Problem. Weil wir kriegen einen Leihleiter, weil unsere Drehleiter kaputt gefahren wurde von einem Verkehrsteilnehmer. Oh. Weil man ja Absperrmaßnahmen nicht einhalten muss. Jetzt gerade zu Ende das Gewitter, okay. Was für Gewitter? Wo? Hier war wir auch 2-mal heute. Ja, hier gerade zu Ende mit Gewitter. Oh, nee, hier ist gar nichts. Wenn du willst, kannst du die beiden Bahnen eben zu Ende schwaden. Oder willst du weiter mähen? Das Mähen ist jetzt eh vorbei. Oh, gut, das aus. Jetzt noch 2 Tage, ja, stimmt. Du legst ja wieder los. Bin mal gespannt. Dann fahre ich den mal zum Hof, mache den mal eben sauber. Und du wolltest Silemittel auffüllen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Nee, nee. Ja. Passiert gleich. Ja. Ja, ich wusste es jetzt, deswegen hatte ich, weil ich das vorhin so beiläufig mitgekriegt hatte. Ja. Also, wenn ich an eins denke, dann an Silemittel. Ja. Ich vergesse das auch immer. Hm. Nee, ich nicht. Silemittel ist im Bro. Ja, gut, da. Oh, Digga. Ja, der fährt sich auch schön hier. Ja. Das mit dem Sound macht er auch wieder richtig. Deswegen habe ich ihn nochmal wiederbelebt, ne? Ja. Oh, ich habe die Tür noch offen. Ja, gut, wer soll an mir vorbeifahren gerade? Hat er rumgehotzt. Das hat sich jetzt gerade mit. Ich muss ihn nochmal eben sauber machen vorher. Das war geil. Ja, die Tür ist auf. Mach die zu. Wer kommt mir denn hier entgegen? Ja. Was soll denn passieren? Und dann fährt der Wahnsinnige da durch. Passt. Ja, aber auch nur, weil ich gesagt habe, mach die Tür zu. Ach, Dennis, moin. Ja, klar. Was denkst du denn? Also, den Honig zumindest. Das Getränk noch nicht. Aber zu dem Getränk meine Frage, muss das in den Kühlschrank, Dennis, oder kann ich das einfach so in den Schrank stellen, so jetzt erstmal? Das ist im Kühlschrank. Hast du das in den Kühlschrank gestellt? Ja, das ist im Kühlschrank. Okay. Honigkartoffel, Thomas Moin. Also vielen lieben Dank. Oben schön einschmieren und dann essen oder was? Kühl schmeckt das? Ja gut, da hätte ich es für den Kühlschrank gestellt dann, wenn ich weiß, dass ich es trinke. Es geht jetzt einfach nur ums Stehen lassen erstmal, weil sofort kann ich das noch nicht trinken.
trinke den auch mit Eiswürfeln. Oh, cool. Wieder einstehen lassen. Habe ich dir übrigens erzählt, ich hatte ja hier Cola in Glasflaschen, ne? Du? Ja. Ja. So, richtig toll. Weißt du, was ein riesen Nachteil ist? Nein. Geschmacklich ja super, ne? Aber wenn die runterfällt, ist sie kaputt. Ja. Ach, nein. Doch. Ist das so? Ja. Aber ich kann dir aus ganz sicherer Quelle sagen, Plastikflasche runterfallen lässt und die Kellertreppe bis unten hin aufschlagen, geht die auch kaputt. Aber bei mir war das, ich habe jahrelang keine Buddel fallen lassen, aber dann habe ich eine Glasflasche und dann die fällt runter und geht kaputt. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich glaube, wenn ich die Glasflasche gehabt hätte, die Kellertreppe runtergefallen wäre, die wäre gleich kaputt gegangen und hätte nicht so viel Sauerei gemacht wie die Plastikflasche. Ja, mir hat es gereicht hier. Weil Plastikflasche macht so einen Riss drinne und dann volle Ladung einmal und durch den Keller. Alles voll. Ich kann nur sagen, der Fußboden ist das geringste Problem. So eine Nulpe. Holen wir mal eben sie hier bitte. Burger Boy, da? Boy. Schönen Donnerstag gehabt. So. Morgen ist nochmal so ein richtiger Chili-Tag. Also da ist so wirklich... Ich glaube, weiß ich nicht. Vielleicht streamen wir da auch ein bisschen mehr mal. Mal gucken. Ist aber, ich muss zwischendurch leider immer mal mit. Was heißt leider? Ich muss ja mit dem Hund immer mal raus. Ich laufe morgens eine Runde, mittags eine Runde. Und abends nochmal eine. Vielleicht laufe ich dann sonst morgen früh auch eine größere Runde eben. Ich bin ja auch mal um 6, 6:30 schon raus mit ihr. Ich laufe gerne so früh. Da brauche ich dich nicht so oft hochnehmen, wenn da andere Köders kommen. Immer noch ja, ich. Ich hoffe, das hilft dir. Ja, gute Besserung. Alles, wie das kann ich mir denken. Wie viel der da reinhaut? Gleich ist der ganze Kasten schon leer oder was? Ja gut, der hat einen großen Tank, der Bruder. Aber der hat 2000 Liter, habe ich drin, kein Problem. So. Ich glaube. Hier ist alles fertig. Ja. Ja. Also den Sammler, den habe ich hier in der Halle stehen. Wo Mehrwerk und so drin stand. Und mein Händler steht der andere dann. Guck mal, es kommt doch. Ich bin mir sicher, es kommt vom VCA, dass er so langsam rückwärts fährt. Da gab es, glaube ich, mit irgendwelchen Probleme. Da ich das nicht unbedingt brauche, werde ich VCA wieder rausnehmen. Das kann ich, warum ich das hier drinnen gelassen habe. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es hingeht hier. Oh, ich kenne mich ja noch nicht aus. Ach, da. Ich stehe hier am Tor. Ich bin auch ein bisschen orientierungslos hier. Ja, das verstehe ich. Und auf dem Marsch stehst du nämlich in so eine Scheune drin. Zack. Ja gut, das passiert mir jetzt nicht. Ja, ja, das habe ich auch gesagt. Das war auch bei mir das erste Mal. War ja schon auf Bäumen und so überall, aber noch nicht da. Das war aber auch wirklich zu doof. Das war so doof. Ich muss selber lachen. Oh, die Reifen hier im Wasser, Mensch. Toll. Oh, toll. Wenn du das gesehen hättest. Stell den Tempomat höher bei rückwärts. Ehrlich? Oh. Nee. Ach so! Ach, während ich rückwärts fahre, einfach hochstellen. Danke! Boah, das ist ja geil! Das wusste ich auch noch nicht. Warum ist hier an dem Klon Fragezeichen? Was? Ja, warum ist hier an dem Dixie Klon Fragezeichen? Ja, wenn du dich da ranstellst, dann hörst du spülen. Kein Witz! So, ich fahr schon mal wieder hin. Der muss ja, ich weiß nicht, wo hier der... Lass einfach stehen. Ja. Ladewagen, den hattest du beim Händler, wa? Ja. Okay. Hör mal, das ist wie ein rauschender Bach. Geht soweit gut, das freut mich.
Dann weiter gute Besserung. Da sitzt ein Panda drin. Das ist keine Bus, hier kommt kein... Oh. Nee, da sitzt... Oh, aber du sitzt drin. Ich will da nicht drüber sprechen, was ich da gesehen habe. Ich gehe jetzt. Oder nehme ich hier die Deutzi-Deutz? Ja, kannst du machen. So, jetzt muss ich eben gucken, wie vom Händler bin ich denn? Ach, da unten. Ah, da, hier, da. Aha. So, dann fangen wir hier gleich an, wa? Danke, wenn ich Zeit habe, euch zuzuschauen. Cool. Aber nur noch bis nächste Woche, dann ist mein Urlaub vorbei. Da muss oben. Mein Urlaub ist nächste Woche noch, ja. Montag bin ich aber den ganzen Tag weg. Da fahren wir morgens um 5 nach Ulm, bringen unsere kaputte Drehleiter ins Werk. Da bin ich dann abends irgendwann spät wieder zu Hause. Das mit dem Tempomat war ja fast so gut wie mit der Pausetaste. Würde ich im Spiel. Ja, richtig! Aber das wusste ich wirklich nicht. Also ich wusste, das kommt von den Mod, da gab es Probleme, das weiß ich. Aber dass man dann den Tempomat während des Rückwärtsfahren hochdrehen muss, das wusste ich auch noch nicht. Das ist danke. Du kannst auch sagen, nice. Guck mal, da ist ein Uben. Auf wie schnell fährst du? Das habe ich in der Tat, weiß ich nicht. Ich bin ja extra für Hotz, bin ich ja langsam gefahren. Ne? Der war ja nicht so schnell. Also, der Klang ist schon krass. Drehen wir mal Tempomat an, der fährt 14. Junge, der ist aber fix. Ja, weil ich den fahr. Ja. Moin, Buddhas. Hallo, Buddhas. Ich hab den Leuten verraten, dass du die Freigabe hast für den Silo da. Für den Schlau, für die Wurst. Für die Wurst. Wir kriegen noch die Final-Version und dann bauen wir die nochmal auf. Fahr einfach mal so, wie du wenden kannst, dann nehme ich die Reihe davor. Mensch, das klappt ja hier. Eine Sekunde mal eben. Ja. Sag mal so ein bisschen hinhören. Dann müsste ich irgendwann noch mal so in 10, 15 Minuten die Türklingel kommen. Die muss ich hören. Huch, scheiße. Ah, du musst auch da. Ja. Entschuldigung. Oder wir können das ja mal eben testen. Eben Probe klingeln, dass ich das auch höre, ey. Oh, Moment. Ja, dann warten wir mal kurz. Kein Thema.
So, okay. Das jetzt muss ich wirklich gleich hinhören, dass ich das auch auf jeden Fall höre. Ey, krass. Heiko, moin. Weiter geht's. So, Hotzi hat sein Paket auch schon. Das hat gestern losgeschickt und ist heute da. Cool. Läuft. Ja. Kami, moin. Moin. Achso, ich kann ja auch einfach die Kamera anlassen. So, ich würde sagen 96, 97, jo. 98. Gut, dann fahre ich erstmal. Jawohl. Verdammt, das auch noch. Boah, ich sag mal, also manche Tage ist so, darfst du den Stream nicht anschalten, ne? Dann ist immer was, ne? So, eben drei Leute auf einmal. Ich werd verrückt. Also, das ist wirklich, also, das ist so der typische Urlaub, ne? Das ist für mich der typische Urlaub, ey. Jedes Mal, wenn du den Stream anmachst, da ist irgendwas. Entschuldigung, mein Gott, ey. Auch schon gehabt, ja. So. Boah. Ich die Tür im Auge behalten. Hier ist was los, sage ich euch. Ich glaube, so rum ist ja. Ja, aber das kommt ja, weil ich hier ja immer. Oh, belatschert werde. Das fällt mir auf. So, weißt du, wenn du so Urlaub hast, deswegen brauche ich auch gar nicht früher streamen. Was hier denn für Verkehr ist, wie viele Leute klingeln, anrufen und so, ist so faszinierend, ehrlich. Wenn du die Tür aufmachst, so nach dem Motto: hier, ich sehe ja, dass du da bist, mein Auto steht da ja. Aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich stream jetzt, du machst was? Das willst du den Leuten aber nicht erklären, weil du nicht willst, dass die denn hier aus der Umgebung alle zugucken, weißt du? Ja, genau. Genau so, Ingo. Die Schwierigkeit ist dann manchmal, weißt du, viele denken, oh, das kann ich ja auch machen. Erzähl mir mal, wie das geht. Nee, habe ich keine Lust zu. Will das nicht.
Also so dieser Hexer, der macht auch echt Spaß. Ja, der macht auch einen guten Eindruck. Ja. Aber so, da auch wieder, der Sound reißt es halt wieder auch raus einfach, ne? Der ist wirklich gut. Und Siliermittel kann er haben. Genau, dann in der Kombination jetzt hier auf dem Feld mit dem Deutz und mit dem Ladewagen ist das schon cool. Ja. Ich würde dich auch hexen lassen, aber ich müsste mal eben, bis die da sind, die Tür im Auge behalten. Du, alles gut. Ist ja alles schick. Und voll. Jo. In den Deutz hätte ich am liebsten noch einen anderen Sound rein, weil es im Moment so viele gute gibt. Aber die Knöpfe und so ist das natürlich, dann finde ich das echt schon interessant. Obwohl der Sound, der jetzt hier drin verbaut ist, ja, gar nicht so schlecht ist. So, ne? Schlecht ist er nicht, aber nee. Da gibt es halt bessere. Man muss mal gucken, was da so passt, maschinenmäßig. Ja. Bup, bup, bup. Mann, Alter, mach das zu. Boah, es gibt so Tage. Jetzt halt, ja, ich weiß, ich kann es auch nicht ändern. Manche Sachen musst du halt machen. Das lässt sich leider nicht ändern. Tut mir total leid. Morgen sperre ich mich auch ein. Dann lasse ich überall Außenrollläden runter und dann denken alle, ich bin nicht da. Und ich packe das Auto bei meiner Mama. Ja. Kein Witz. Genau. Also drei Häuser weiter, stelle ich morgen dahin. Da ist Ruhe. Dann sieht dich keiner. Nee, dann denken die, ich bin nicht da. Und dann klingelt auch keiner. Jetzt ist das Auto da, dann gucken sie, ach, der ist ja da, kann ich mal eben hin. Ja, du. Dann sage ich, nee, ich mag ja euch Menschen gar nicht. Geht weg. Oh, jetzt ist immer so unnützes Zeit, die wissen, du bist zu Hause, oh, da fällt mir was ein, du hast ja mit meinem Auto noch was. Sondern quatschen sich die ganze Zeit mit deinem Auto dicht, ne? Dann denkst du, ja, du bist ja eh zu Hause, kannst du ja mal eben drum kümmern. Ja. Das ist ja auch mal in Ordnung halt, aber echt nicht nur, ne? Da gibt's halt Leute, die kommen halt echt nur dann. Was aber nicht, moin. Moin. Warte, ich mach mir eben lieber hier die Kamera an. Dass ich die auch auf jeden Fall sehe. So, alles klar. Mhm. Das ist das Gute an dieser Außenbordkameras. Huch, Moment, halt, ich war viel zu schnell. Ah, wieder nicht abgesenkt. Gar nicht angeschaltet. Ich meine, das könnte so den Eindruck erwecken, dass wir schnell fertig sind, aber du sammelst ja nichts. Hallo. Ach, warte, jetzt haben wir es gleich. Jetzt. So viele Knöpfe an, so ein Ding ist ja wie ein Hubschrauber. Wie ein Hubschrauber, sagt er. Hm, lustig. Ja, stell dir mal vor, das Rohr wird sich ganz schnell im Kreis drehen, wird es abheben. Ja, wir haben schon ganz andere Sachen im Baum geparkt. Das stimmt. Jo, ich mag den auch wirklich, den alten Anhänger. Ja. Einfach so Sachen, die sind sexy. Ja, danke. Alt, morsch halt, ne? Golf, Traktoren, ja. Ja. Die auch schon gehoppt. Wollen wir hier die Außenbahn nehmen? Mega. Ja. Ja.
Dreh dein Rohr. Ja, der ruhig war gerade erfreut. Ich will das ja nicht verheddern. Ja, als wenn ich das sehen würde. Das sind Texte, ich glaube, die muss schon richtig kacke sein, aber ich sag so, oh, wie sieht denn das aus? Gleich wieder voll. Ja, klar. Das kommt dran, weil ich diesmal an Seniermittel gedacht habe. Mal langsam aufstehen. Wie? Mahlzeit. Gibt's jetzt auch Frühstück? Ja. Das ist ja wie bei Björn. Pizza gibt's bestimmt zum Frühstück. Planänderung. Hm? Ich muss noch Aktien kaufen nachher. Welches Fantasiewesen ist Knoppers immer zu spät? Der Halbelf. Wer war das denn? Oh, das war Wolle, Alter. Boah. Junge, Junge, Junge. Nachtschicht, achso. Ich bin dann da geschaffen, ja. Manche Sachen passen einfach. Wenn ich einmal zur Tür war, dann ist auch Ruhe wieder. Na, wir fragen nicht da, jetzt muss ich ja mal einspringen. Hast geschafft. Der war genauso bodenlos. Da brauchst du die Tür nicht viel aufmachen. Geht einfach unter durch. Muss ich verfahren? Nein, ich bin am Auskippen. Oh, müssen wir zwischendurch mal platt machen, wa? Ja, das mache ich hier schon so ein bisschen. Also, das geht ganz gut eigentlich. Ich brauche noch was anderes Frühstück als Pizza. Also, mir fällt da nichts ein. Wow. Ich habe seit Ewigkeit mal wieder eine Pizza gegessen. In 2 Tagen also. Selbst getuned. Seitdem tut mir das hier an der Backe wieder weh. Hm. Vielleicht verbrannt oder so? Oder das kann sein. Oder es entzündet sich für die Scheiße. Das wäre ungünstig, weil der Zahnarzt jetzt 3 Wochen im Urlaub ist. Lieber schon mal eine Ibo nehmen, wa? Die Gotenks! Moin! Bummelt. Ich bummel nicht umbummelt. Es war hier einlassen. Danke für den Resub im 34. Monat. Dankeschön dir. Vielen lieben Dank auch. So. Und ab. Bummel nicht. So nämlich. Wo willst du denn hin? Ich mache schon langsamer. Heizt da einfach los. Machen wir kurz sein Deutsch kaputt. Wir haben es eilig. Ich bin nirgendwo gegen gefahren. Ich weiß nicht, was du meinst. Da kann ich so Speed up. Du bist auch ein bisschen langsam immer. Da oben, ne? Was? Noch ein paar Jahre mehr im Brett. Ja. Ein paar Kerben mehr. Ich habe immer zu hören, dass ich gar nicht so alt geschätzt werde. Das macht nichts, der Zollstock ist trotzdem nicht mehr so lang. Einfach immer.
90, oh. Hört sich da aber aus dem Zubehör bestimmt. Och. Original, weiß ich nicht, Heckscheibe habe ich schon lange nicht mehr da geordert. Aber ich weiß, es wurden schon bei jüngeren Fahrzeugen die Frontscheiben knapp. Und da wird mich das nicht wundern, wenn das ein Nein wird. Ich denke mal zur Not so Wessel zum Müller oder so, das in Bremen-Nord. Scheibe eingeworfen. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, toll. Das ist immer geil bei so einem Autos dann halt, ne? Da letztens ein Auto, da war ein Unfall dran, ein altes, ne? Da haben wir Gutachter, der muss dann ja Restwert von dem Auto machen und so. Und der hat einen Restwert von 8,26 Euro oder so. Ja, ich habe gesagt, weißt du, gib einfach das Metall ab, da kriegst du mehr für. Ja. 8 Euro und ey, das erzählst du den Kunden. Und voll. Ja. So. Ja, da gibt immer schon so ein paar Nulpen. Oh ja, das ist schick. Kommen wir zum Füttern gleich wieder. Das ist toll. Der kann abladen. Der kann hin und her fahren. Ja, ist die einfachste Lösung. Hier sind wohl die Affen los. Boah, Paddy. Die Uben ist hier los. So, ist gleich ein bisschen platt gefahren. So. Ah, toll gemacht. Ja. Geht weiter. Halt's ja mit dem Deutsch, ne? Genau. Lies verschoben. Du mal kaputt gemacht. Ich bin nur nirgendwo gegengefahren. Nicht zu übersehen, dass Uben los ist. Wir hatten die Kartoffel losgemacht. Pull auch da den Berg einfach runter. Das verstehe ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sound ist geil von dem. Oh ja, den großen, ganz großen John Deere Häcksler, der ist auch ein anderer Sound drin. Den müssen wir auch nochmal testen. Könnte man vielleicht mal auf Hofberg mal nehmen oder so. Gleich links rüber, ja. Ja. Ich kann heizen. Aber gibt's da was zu essen oder warum bist du so schnell? Dafür müssen wir was schaffen hier. Was?
Das muss in aller Erinnerung bleiben, dass man dann sagt, oh, der hat die Karte gespielt und da haben die richtig was gerissen. Ja, die wissen ja, wo sie sind. Natürlich wird hier richtig gerissen. Kommen die Moderatoren. Bremsen das dann immer mal aus. Ja, klar, genau. Glaubt uns eh keiner. Ja, von dieser Arbeitsgeschwindigkeit, da müsst ihr mal Clips machen. Ich würde ja mehr fahren, aber ich kann nicht so viel Kronen in den Ofen schütten. Ja. Profi, ja. Ich bleib auf Spur, kommen Sie mit. In welch einer Symbiose wir hier um die Kurve gefahren sind. Sehe ich sonst nur bei Bienenvölkern. Quasi ein Tanzen, damit erzähle ich oben, wo das nächste Feld ist. Schon geil. Wie viel geht noch? Ich fahre leer machen, sind bei 91%. Ich flieg mal eben zum Hof. Ja, du kleiner Kolibri. Das ist super. Kann ich ja sagen, wenn die Geier aussterben, bist du der hässlichste Vogel. Wieso bleiben die denn jetzt? Wer denn? Ach so. Ach, Kinis. Ah, da ist dick gut, und tut weh. Dass die keine Kollision hatte. Da wäre ich aber richtig eingeschlagen gerade. Mach den Dütz nicht kaputt. Nee. Bummelt, ja. Aber ist nicht schlimm. Wieso bummel ich jetzt schon wieder? Das fragen wir uns alle. Hä? Das ist wieder so komisch warm. Soll das wieder warm werden? Ja, soll's. Scheiße. Noch hat die Klimaanlage da stehen. Da. Sieht man sie? Nee. Nehmen wir weg, ja. Oh, scheiße. Nicht, dass er jetzt wieder wehtut, du. Das wäre jetzt der ungünstigste Zeitpunkt. Ever. Da hinten kommt er angeheizt. Wie ein Irrer. Hä? Mit 40 ist er nicht irre. Na, für manche ist das schon Geschwindigkeitsrausch. Kopf aus dem Fenster, Backen wedeln. Dann habe ich ihn falsch gemacht. Also du hattest ja die ganze Zeit immer von Verkehrsschildern erzählt, die so umkippen. Ich konnte noch keine feststellen. Nee, wahrscheinlich, weil das Multiplayer ist. Ah. Schätze ich mal.
Ich bummel doch gar nicht. Ich bummel, dann sagt der andere, oh, da kommt er angeheilt. Wo rein hier? Ja. Ja, moin. Ja, oder Trabane? Toll, jetzt würde ich. Also ich mag das. Moin. Der Deutz, wie gesagt, der kommt ja. Soll am Wochenende kommen. Ja. Oh, guck mal, von Riddler Games rein mit seinen neuen. Dankeschön für die Raids. Oh, moin, ja, moin jetzt auch. Kann ich gerade gar kein Dings machen. Das ist Mut, wow. Danke für dein Raid. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Türstopper, moin. So, Moment, ich mach mal eben. Warte mal ganz kurz. Der rollt weg. Ziemlich klasse, super. Das freut mich. So ein schön entspannten Stream ist ja auch immer was Feines, ne? Ich wundere, ich bin heute ein bisschen in Warteposition, ey. Danke für den Shoutout. Ja, kein Problem. So, weiter. Der Krieger Alarm! Alarm! Oh, Moment. Na, nicht reinfahren. Nee, das Rohr muss ich finden. Oh. Drop. Aber gar nicht schlecht, dass wir noch eins mehr abgemäht haben. Mhm, da wird sie doch voll schön. Sag hier, ist moin. Schmeiß erstmal eine Pizza rein. Keiner drin im Wasser. Nein. Keiner Boy, da. Hallo, Boy. 96%. Ich fahr. Ja. Toll. Beobachten wir das oben beim Auskippen nochmal. Oh, war ja. Mal gucken, wo es gleich laut knallt. Können wir sehen, aus welcher Richtung er kommt. Der knallt hier nicht. Nicht dagegen fahren. Nein, meine ich. Nicht dagegen fahren. Was ist denn hier? Wirkt halt wie ein Profi, macht er das. Ja.
Wollen nicht dagegen fahren? Ich fahre nirgendwo gegen. Und gleich liegt der MB-Truck wieder auf der Seite. Hä? Wieso soll der MB-Truck auf der Seite liegen? Ich fahre Deutsch. Ja, aber du fährst aber schon rein. Nein. Dann würde ich aber in eine ganz andere Richtung fahren. Ich muss mal zur Tür. Ja. Ich warte derweil. Als wenn ich irgendwo gegenfahre. Schön. Dann trinken wir erstmal einen Schluck. So, haben wir das auch. Hast erledigt, was du erledigen wolltest? Ja. Gut, dann kann es ja losgehen. Jetzt können wir auch mal Gas geben, findest du nicht? Ja gut, 14 habe ich eingestellt, ne? Wenn ich auf 16 stelle, kommst du mir nicht mehr hinterher. Ich habe schon Pedal to the Metal. Pedal to the Metal? Ich bin ganz runtergetreten, das Pedal. Hast du keinen Teppich im Auto? Nö. Möglichst wenig Gewicht, damit wir schneller fahren können. Ah, ja. Das ist toll, diese Extra, und so, vielleicht würde ich nur empfehlen. Ja. Huch! War nicht auf Spur, das war Bahnhof, hat mich abgelenkt. Mhm. Oh jo, stimmt, hast recht. In der Zeit war Ruhe. Nochmal geht's wieder los, ne? Das Highlight war, was ist, dass wir jetzt mitten im Chat hier reinhauen während des Streams. Hallo, drehen Sie sich mal. Ja, jetzt. Das nervt, ja, das ist völlig nervig. War das, glaube ich, den glaube ich, dass er da rumhängt auf OnlyFans? Was? Only Butters. Oh, ich habe ihn runtergemacht, glaube ich. Only Butters. Keine Margarine. Da geht auf den Butters. Oh, mich hat einer angewispert. Das ist toll, da gehe ich mal hin. Klick. Huch, Mensch, kostet ja Geld. Ach, egal. Ups, Festplatte kaputt, scheiße. Erzählt er wieder was vom Barbecue, habe ich gestern geguckt. Ja, ja. Only Fails, wow. Only Fails, ja, das ist auch noch eine Marktlücke. Sollten wir vielleicht mal machen, die Plattform. Händler und Laura, ja. Wie das alles heißt, weiß ich nicht, war das. Das ist auch in so einem komischen Alter. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal alles sehen will dann. Schmutz wird nächstes Tag. Schmutz! Admin Lizardhahn nach einer Woche. Tut er sich was an? Wie?
freue mich sehr. Im Pool, wo? Hör auf zu piepen. Wollen wir nicht. Drop, Alter. Oh, Achtung, aus dem Weg. Wieso dann hat er mir ein Bild geschickt von Gamescom. Als sie mir Pinky ihn geschnappt hat. Grüß dich, moin, hi. Moin. Zusammen war es quasi ein Bild einer Lama-Ziege. Oder Ziegenlama. Geschickt, ja. Das ist alles so zu kriegen im Mod-Hub. Muss mich mal andiscorden. Ziege ist auf der Gamescom? Nein, die war Dingsen hier. Twitchcom. Frankreich, Frankreich. Da war das auch. Hab ich hier geschrieben, Lars ist da. Mario Hose. Mario, moin, hi. Ja, die war da. Moin, moin. Hab ich hier gecheckt, dass Lars da rumrennt. Und dann ist sie da hingelaufen. Hab ich ein Foto gekriegt. Von dem Ziegenlama. Hey Daniel, moin. Moin. Guten Tag. Wo steckt der denn schon wieder? Ja, ich... Also... Barrider, moin. Moin. Das flackert immer noch mal. Ich muss die Grafikkartenteile gleich noch mal neu machen. Habe ich auch bei YouTube-Videos, dann ist das ab und zu so ein bisschen am Flackern. Stört mich jetzt zwar nicht doll, aber irgendwie doof. Hallo, moin. Map ist die Oberlausitz. Sollte demnächst im Mod-Hub erscheinen. Vom Yogi. Go, geh ab! Moin, moin, geh gerne. Der kann fahren. Ja. Da ist eine Jagd, die nehmen wir mit. Was ich, den Rest nehmen wir. Nee, machen wir nächstes Mal beim Schwan zusammen. So, den. Ja, wo heizt der? Der fährt querfeld ein. Ich fahre in der falschen Richtung. Ja, nee, das ist jetzt falschen... aber... Hä? Jetzt hast du mich verwirrt. Wo müssen wir denn hin? Da, wo du bist? Ja, stimmt, das Kleine haben wir noch gar nicht. Ja.
Richtig. Ja, jetzt war ich verwirrt. Das ist nicht schlimm. Also wie immer. Hallo? Vor einem Weghexen. Ja. Rasmus, danke für dein Follow. Moin, moin. Moin. Ich fahr gerade aus, mal kurz weiter. Hexen ist weg. Follow, danke dir auch für dein Follow. Ja. Achso, ja, nee, mir ist egal. Jetzt ist es weg. Fahren, ne? Mhm. Toll! Vorwärts fahren klappt manchmal nicht so. Was? Abenteuerlich. Tja, der kann abmähen. Ja. Tschüss. Der macht sich gut. So. Haben wir hier den eben. Oh, Moment, umdrehen. Ich war doch richtig auf dem Weg, Mensch. Oh. So. Ich dann nehmen wir einfach links an. Und den gleich mal eben sauber schon mal hier. Wo du nichts kannst, aber rückwärts fahren, das kannst du auch nicht. Hä? Wer hat das geschrieben? Wohl kann ich sagen. Toll. Wirklich toll. Mir nicht durch, das haben wir gestern, kriegen wir da schon mal fest. Ja. So. Zack, siehste, perfekt. Oh. Ja, Moment. Alles klar, guten Hunger, Walker. Guck dir das ja, guten Hunger. Ich trinke mal einen Schluck gerade. Okay.
hatte ich keine Gefahr. Ich schmeiß keine Dosen. Wer schmeißt Dosen? Hat die nicht. Ja. Aber sonst schmeißt er eigentlich immer Dosen. Da hat er nicht mehr so viele. Da fahren wir jetzt hin. Ja, okay. Ich check hier nicht. Schmeiß den Anhänger nicht um. Mach das nicht um, fahr dich irgendwo gegen, mach die nicht kaputt, mach das nicht kaputt, sag mal. Die Tür ist auf. Nee, die ist nicht auf. Dosen sind leer. Das kommt davon. Weil du die immer alle wegschmeißt, das Pfand. Oh Mann, ey. Ich fahr auf die andere Seite, warte. Die Rohrmechanik ist kaputt gerade. Wir haben ein Problem. Nicht schlimm, wir sind ja flexibel. Aber den Deutsch, wie gesagt, im Fuschergarage im Auge behalten. Ne? Dann kommt er denn. Soll er am Wochenende irgendwie kommen? Ja. Der Deutsch da. Da ist so ganz viel IC drin. Zum Starten, Heben, Senken und sowas alles. Jetzt alles weg, das ist gut. Perfekt. Mhm. Oh, zu schnell. Und das hier im Stream. Ich das nochmal hören darf. Was? Zu schnell? Ja. Ja, ich meinte aber mich. Das auch nicht. Moin. Moin. Late Night, moin moin auch. Und danke für deinen Restart im 40. Monat. Ey. Dankeschön dir. Vielen lieben Dank. Oh, Hilfe! Ja, ich hab mich so gefreut, dich zu sehen, war ich erst ein Männchen. Entschuldigung, ich hab gerade schön dahin geguckt. Ich hab das Ohr nicht gerade im Gedanken gehabt. Scheiße, Moment. So, jetzt. Gut, dass wir jetzt alles weggehäckselt haben. Jo, sehr schön. Gut. Der Hexer ist gute Gefilme. Den behalten wir. Wow, 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 wow. Wie seine Halle aussieht. Das mag wohl gehen. Also toll, ist von alt bis neu alles hier drin. Du ist schön. Den Anhänger weiß ich noch gar nicht, wo man den hinstellen. Keine Ahnung, der ist flüchtig. Na gut, aber jetzt haben wir. Ich hätte noch Bock, was zu machen, aber ich leider.
Das wollte ich zeitlich schwierig. Zeitlich wird das da dann nichts. Aber morgen habe ich dafür umso mehr Zeit. Da können wir ganz viel Blödsinn dann machen. So. Gehen wir da hin.